Willkommen bei einem neuen Video. Mal wieder mit einer Degustation. Endlich mal wieder. Ja, schon Ewigkeiten. Ja, wir hatten sie kurz abbestellt und jetzt und irgendwie hat uns das doch gefehlt. Ne? Ja, gerade die Degustabox. Wir haben sie irgendwie vermisst. Jetzt haben wir sie wieder. Yay! Spendern. Ist zu schnell, aber ist Achso, egal. Stimmt, meine ich doch. Ich stopfe mir wieder hier die guten alten Zeiten. Ne? So, Papier. Oh mein Gott. Das haben wir damals auch schon so schnell gemacht. Oh mein Gott, ja. Ratzfatz leer gehabt. Aber mit Marzipan. Was hat ihr denn für ein Motto? Bei der Gustav. Maibox. Maibox, ja. Motto Mai. Aber es ist mit Marzipan, Schatz. Ist egal, das esse ich. Ja, Dr. Oetker, my sweet Tablet. Sweet Table. Sweet Table. Sollen wir direkt einen probieren? Die sind so lecker. Kennt ihr die? Die sind, boah, geil. Das ist auch geil. Nimm doch die Schere. Geil. Oh, Alter. Schmeckt aber gut den Marzipan raus. Da. Das weiter. Maletti. Bruschette. Schieße. Das ist doch so Brot, ne, oder? Eine Bottle mit. So cool. Mach mal auf. Ist die Krümel? Nee, machen wir alles auf. Haben wir alles auf, kann man wieder alles essen auf einmal. Ich meine, wir kriegen ja eh auch nicht alles gegessen. Stimmt. Trumi, die natürlich leichte, cremige Mayo. Wie Mayo? Es soll wohl keine Mayo sein. Steht drauf wie Mayo. Ja, da bin ich mal gespannt. 100% natürliche Zutaten. Oh. Das war für die Kinder. Und für dich? Milchcreme mit Haselnuss. Ja, für die Kinder nicht. Die Kinder essen nur Nutella. Stimmt. Verwöhnt. Das Linolada. Linolada, ja. Linolada. Ein Brotaufstrich. Sieht aus wie also einfach nur ein weißer Brotaufstrich. Und hier ist was für mich. Sind wir mal gespannt. Thunfisch. Thunfisch-Basilikum. Das ist was für mich. Basilikum. Du magst ja keinen Thunfisch. Nee, ich esse generell keinen Fisch. Außer Fischstäbchen. Oh, hier ist was. Das sieht aber lecker aus. Ja, aber Schlag auf Schlag hier. Schoketten. Ja, aber ich esse nur schnell. Limitierte Edition. Die können wir aber probieren. Cooktime. Kacktime. Hier aufklappen. Lasche abklappen. Ah, okay. Geschmack. Lemon. Lemon. Aber Cake Time? Soll der nach Kuchen schmecken? Ja. Lemon Cupcake. Oh. Limited Edition. Gewöhnungsbedürftig. Aber lecker. Ja, aber als Schokolade gewöhnungsbedürftig. Aber lecker. Ich find's geil. Oh, Riegel. Sunrise, Crunchy, Milch and Cerealien. Mit wertvollen Krealin. Drei Stück drei. Was für ein Ding? Was? Irgendwas. Krealin, ja, was ist das? Krealin, oder? Mit wertvollen Krealin. Cerealien. Cerealien. Ja. Ich denke, also, irgendwas stimmt an dem Wort nicht. Oh, Jeva, alkoholfrei. Jeva Biermix, Blutorange. Oh, geil. Schön kalt bei dem Wetter. Eiskalt aus dem Kühlschrank. Ist natürlich jetzt aus der Box, ist natürlich warm. Ja. Immer Eistee. Ui, oh. Aber ein großer. Melange. Oh, den bin ich gespannt. Den möchte ich probieren. Ja, kann man gleich mal machen. Oh, der ist ganz schön schwer. Sollen wir den direkt mal probieren? Dann müssen wir erstmal ein Glas holen gleich. Ja. Sind 2 Liter. Dann hol doch schon. Mach mal erst fertig jetzt. Na guck, wir gucken jetzt. Ach, was ist denn? Sind eh fast durch. Ein Creme-Pudding. Grieß. Seelenwärmer. Grieß. Bei dem Wetter. Seelenwärmer. Grieß ist was für deine Tochter. Grieß ist was für meine Tochter. Und das letzte Produkt schon. Oh ja, die sind auch geil. Von Loacker. Plastik Peanut Butter. Obwohl Peanut Butter jetzt wieder nicht so. Wenn aber vielleicht schmeckt es die so ja. Vanille noch. Werden. Oder auch irgendwie so. Also abends auf der Couch. Das war's. Dann probieren wir jetzt mit einem Glas. Ne?
Aber der schmeckt bestimmt dann noch geiler, wenn der kalt ist. Also, wir würden erst Kaltsteinbrötchen aufmachen, oder? Ja, kann man doch danach mit Kaltstein. Sonst gab es keine. Boah, der riecht voll. Echt? Ja. Oder? Melone vielleicht? Ist da Wassermelone, ne? Oh, geil. Künstlich. Der typisch künstliche Wassermelonengeschmack. Ja. Mhm. Aber lecker. Ja, das war's schon wieder. Das war's schon. Also wie gesagt, Alternative gab es nur beim Thunfisch. Wir haben Basilikum und es gab halt noch die Alternative Chili. Bin ich froh, dass wir Basilikum haben. Ja. Bei dem Lino habe ich gerade auf der Rückseite schon gesehen. Gibt es drei verschiedene. Aber ich meine, wir haben auch eine Variante schon mal gehabt in irgendeiner Essensbox. Ja. Ne? Da gibt es nämlich einmal neben Milk, gibt es noch Gold und Duo. Und Duo, meine ich, hatten wir schon mal. Ja. Ja. Nur und die Kids, die habt ihr gegessen. Ne? Wie fandet ihr die? Fandet ihr die gut? Die Kids fanden die auch nicht gut. Nein? Nee. Ja, die Kids finden eh nur Nutella gut. Ja, ist wenn, so. Wenn du das Zeug in Nutella-Dings umfüllst. Merken würdest, die das, weil das noch weiß beißt. Okay. Die Kinder sind nicht blöd. Wenn es nicht weiß wäre, würden sie es nicht trotzdem merken. Doch. Meinst du? So Feinschmecker. Das sind aber keine Feinschmecker. Die schmecken Nutella. Gehen wir mal billiges aus dem Aldi holen. Geht ihr mal billig aus dem Aldi holen und geh mal Nutella holen. Ich habe das als Kind nie gemerkt, den Unterschied. Naja. Merkt ihr da den Unterschied? Ich habe das. Ich glaube, ich bin, was das angeht, sehr grobmotorisch veranlagt. Geschmacksmäßig. Also, weil bei mir war früher immer egal, ob Nutella, Nuspli oder sonst was. Das merkst du, klar. War das immer egal als Kind. Hauptsache Schoko. Na gut, hier. Ich habe alles gemocht. Das war's schon wieder von uns. Wir wünschen euch was. Genau. Bis dann. Tschüss.